Trennungen sind hart. Völlig egal, ob du derjenige bist, der verlassen wurde oder derjenige bist, der die Trennung eingeleitet hat. Es ist meist so oder so ein schwieriges Thema. Jedoch ist es so, dass es die Verlassenen in den allermeisten Fällen härter trifft. Für die Mehrzahl fühlt es sich so an, wenn der Herzschmerz nie aufhören will und der Liebeskummer sie nun für immer begleiten wird. Jedoch wird der Schmerz eines Tages enden. Um dich dabei zu unterstützen, habe ich hier 5 Schritte für dich zusammengefasst, die dir dabei helfen, nach einer Trennung wieder zurück zu dir zu finden. Schritt 1: Durchlebe es. Der einzige Weg, um über eine Trennung hinwegzukommen, ist es, sich damit auseinanderzusetzen. Lenke dich nicht ab, sondern durchlebe einmal sämtliche Emotionen und spüre diese. Es wird Momente geben, in denen es dir schrecklich gehen wird. Genauso wird es Momente geben, in denen es dir besser geht. Wichtig ist jedoch, dass du dir selber genügend Zeit gibst. Wenn es dir danach ist zu weinen, dann weine. Weinen hat einen schlechten Ruf in der Gesellschaft, jedoch hat es eine starke therapeutische Wirkung auf den Menschen. Dadurch, dass du einmal alles rauslässt, erlangst du wieder die Kontrolle über deine Emotionen zurück. Schritt 2: Konzentriere dich auf dich selbst. Häufig vergessen wir es, wie es sich anfühlt, auf sich alleine gestellt zu sein, wenn wir eine längere Zeit in einer Beziehung waren. Mache das, was sich für dich richtig anfühlt. Und mache das, was du schon immer mal machen wolltest, aber nicht konntest, weil du in der Beziehung dein Gefühl für deine Unabhängigkeit verloren hattest. Du könntest dich neuen Hobbys widmen, öfter abends ausgehen oder irgendetwas anderes Schönes machen. Du könntest dir auch neue Ziele stecken und diese verfolgen. Schritt 3: Probiere neue Dinge aus. In Schritt 2 habe ich das Ganze schon etwas angeschnitten. Indem du neue Dinge ausprobierst, könntest du neue Hobbys entdecken oder dir auch neue Ziele stecken. Wenn du schon immer mal Gitarre lernen wolltest, dann lasse dich darin unterrichten. Du willst Yoga machen? Dann mache Yoga. Oder du möchtest das Buch, das du vor 2 Jahren gekauft hast, lesen? Dann lese es. Jetzt hast du nämlich Zeit dafür. Die Vorteile liegen auf der Hand. Du gehst öfter aus, unternimmst mehr, lernst neue Leute kennen und du vergisst dabei jeglichen Gedanken an deinen Ex-Partner. Schritt 4: Verbringe Zeit mit deinen Freunden und deiner Familie. Deine Freunde und Familie sind aus einem ganz bestimmten Grund um dich herum. Ihr sorgt euch umeinander und könnt euch vertrauen. Vielleicht gab es einige Momente, in denen du diese Menschen hast trösten müssen, weil es ihnen nicht gut ging. Nun ist es an der Zeit für deine Freunde und Familie, dich zu trösten. Wahre Freunde unterstützen und lieben dich, egal was gerade los ist. Du solltest dich also nicht davor scheuen, mit diesen Menschen über ein Thema, das dich belastet, zu sprechen und diese um Hilfe zu beten. Nehme dir aber auch genauso Zeit für deine Familie, deine Eltern, Geschwistern oder auch Großeltern und statte ihnen mal wieder einen Besuch ab. Schritt 5: Lebe weiter. Es ist nicht gerade ungewöhnlich für 2 frisch Getrennte, dass sie noch normale Freunde bleiben wollen. Jedoch ist nun das Wichtigste für dich, dass du Abstand zu dieser Person gewinnst. Wenn das bedeutet, dass du nun 4 Wochen lang ins Ausland möchtest, dann ist es so. Wichtig ist jedoch, dass du weder eine Nachricht schreibst, anrufst oder ihr euch trefft. Genauso solltet ihr fürs Erste auch auf sozialen Netzwerken Abstand gewinnen. Das, was ihr beide nämlich braucht, ist Abstand. Trennungen schaffen nun mal emotionale Wunden, die leider nicht richtig verheilen können, wenn du im ständigen Kontakt mit deinem Ex-Partner stehst. Du gibst dir dann ganz einfach nicht die nötige Zeit zum Verheilen. Nach spätestens ein paar Wochen wirst du merken, dass es dir besser geht und dann bist du auch bereit, neue Menschen kennenzulernen und in dein Leben zu lassen. Eins möchte ich noch gesagt haben. Auch wenn Trennungen schwierig und häufig herzzerreißend sein können, bedeuten sie nicht das Ende der Welt. Manche Dinge haben einfach einen bestimmten Grund. Vielleicht bist du für jemand anderen, jemand besseren, mit dem du dich auch viel besser verstehst, bestimmt. Was sind deine Gedanken zu dem Thema? Was ist deine Strategie, um über eine Trennung hinwegzukommen? Hinterlasse mir gerne einen Kommentar und vergesse nicht, das Video mit einer Person zu teilen, die es eines Tages mal gebrauchen könnte. Abonniere auch gerne den Kanal, um kein weiteres wissenswertes Video zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.